Die Hallenfußballmeisterschaft der D-Junioren-Kreisliga A ist Geschichte. Letztes Wochenende wurde nun in der Grimmauer Muldentalhalle der Hallenmeister gesucht. Unterteilt in zwei Staffeln stritten 8 Mannschaften um den Einzug ins Finale. Bei einer Spielstärke von 1:4 und einer Spielzeit von 12 Minuten konnte man sich auf spannende und torreiche Spiele freuen. Neben Brunner, Kreutsch, Gleisberg, Bennewitz, Naunhof, Großsteinberg und der Spielgemeinschaft von Trebsen und Hohenstedt kämpfte auch eine Grimmauer Mannschaft um den Pokal des Fußballverbandes Muldental-Leipziger Land. Bereits ab 9 Uhr wurden die ersten Spiele angepfiffen. Gespielt wurde hier nach den Futsalregeln. Der Futsalball zeigt ein besonderes Sprungverhalten, das heißt, er springt weniger und erfordert ein schnelles Flachpassspiel. Der Torabwurf ersetzt den Abstoß. Nachdem der Ball im Tor aus ist, darf der Torwart den Ball nur mit Torabwurf ins Spiel bringen, wobei er über die Mittellinie werfen darf. Dies muss, wie auch der Einkick, innerhalb von 4 Sekunden passieren, ansonsten gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Und noch viele Regeln mehr müssen die Spieler bei den Futsalregeln beachten. Dabei war der Einkick nach einem Aus wohl die schwerste. Hier muss der Ball außerhalb, also neben der Linie, liegen. Nachdem die ersten Spiele in beiden Gruppen absolviert waren, setzten sich die ersten Mannschaften ab. Neben Grimmauer 3 war dies noch Naunhof, Brunner und Bennewitz. Gewann Grimmauer 3 sein erstes Spiel mit 2:1 gegen die Spielgemeinschaft Trebsen-Hohenstedt, taten sie sich im zweiten Spiel gegen die Naunhofer recht schwer. Auch wenn Grimmauer durch Nils Lange die größten Chancen im Spiel hatte, gingen die Naunhofer, die klar gegen Großsteinberg 3:0 gewannen, durch Paul Berthold in Führung. Grimmauer schaffte nur noch den Ausgleich. Schütze war hier Oliver Preukert. Die folgenden Spiele zwischen der Spielgemeinschaft von Trebsen-Hohenstedt und dem Bonauer SV sowie SV Kreutsch und Blau-Weiß-Bennewitz endeten jeweils 0:0. Auch das dritte Vorrundenspiel der Grimmauer endete unentschieden. Gegen Großsteinberg gelang ihnen kein Treffer. Bennewitz und Brunner sowie Naunhof und Grimmauer standen somit als Halbfinalisten fest. Im ersten Halbfinale standen sich nun Blau-Weiß-Bennewitz und Grimmauer 3 gegenüber. Durch Tore von Erik Naumann und Conor Künicker bezwangen die Bennewitzer den FC Grimmauer mit 2:0 und zogen als erste Mannschaft ins Finale ein. Ihr Gegner wurde nun zwischen Brunner und Naunhof ermittelt. In diesem Spiel sah man lange keinen Sieger, doch brachte Philipp Häuser die Naunhofer in Führung. Brunner tat nun alles, um den Ausgleich zu erzielen. Und dies gelang ihnen auch. Yannick Usad erzielte diesen. Doch sollten die Brunner noch einmal zuschlagen. Maxim Pinder stellte mit seinem Treffer den Endstand her. Brunner gewinnt 2:1 gegen Naunhof. Im Spiel um Platz 3 standen sich nun der FC Grimmauer 3 und der SV Naunhof gegenüber. Hier machten die Naunhofer alles klar und siegten durch einen Treffer von Paul Berthold knapp mit 1:0. Absolute Spannung versprach nun das Endspiel. Die 12 Minuten Spielzeit reichten keiner der beiden Kontrahenten zum Sieg. Gingen die Bennewitzer durch Conor Künicke noch in Führung, erzielten die Bonner durch einen Treffer von Tim Landrock noch den Ausgleich. Somit stand es nach dem Ablauf der Spielzeit 1:1 unentschieden. In diesem Fall musste die Entscheidung vom 6-Meter-Punkt fallen. Und hier hatten die Brunner die besseren Nerven. Während bei Bennewitz nur Tim Ebert seinen Ball im Tor unterbringen konnte, sicherten Maxim Pinder und Aaron Jani durch ihre Treffer dem SV Brunner den Sieg. Der SV Brunner konnte somit den Siegerpokal entgegennehmen. Ihnen folgten auf den Plätzen der SV Blau-Weiß-Bennewitz und der Naunhofer SV. Der FC Grimmauer belegte Rang 4. Zum besten Spieler wählten die Betreuer den Großsteinberger Max Schulz, der für den SG Trebsen-Hohenstedt spielende Janis Hartmann wurde bester Torhüter und Conor Künicke vom SV Blau-Weiß-Bennewitz wurde mit 3 Treffern bester Torschütze.